Willkommen zu diesem Samstag Live, Tag Nummer irgendwas über 20. Hier ist mein Frühstück, wartet auf mich. Und ich möchte aber unbedingt vorher noch ein paar Worte zum Thema Wertschätzung sagen, weil mir das gerade wieder aufgefallen ist, dass so diese Verbindlichkeit in der westlichen Gesellschaft zum einen ja, sehr oft nicht so existiert. Und zum anderen, dass einfach, sieht das hier ein bisschen, einfach nicht mehr, die Dinge nicht mehr wertgeschätzt werden. Menschen, das beobachte ich, die quasi wertschätzen Dinge, wenn sie ganz viel Geld dafür bezahlt haben. Wenn es ihnen also weh machen würde, wenn sie dafür bezahlt haben und das nicht konsumieren würde. Und alles, was nicht schmerzt, ist bei sehr vielen Menschen einfach so, pff, ja. Pff. Da wird nicht wertgeschätzt, dass Menschen ihre Zeit, ihre Kreativität, ihre Liebe, ihre Energie in etwas reingeben und das dann vielleicht als Geschenk verschenken. Dann wird es einfach so genommen, pff, quasi in die Ecke geklatscht. Oder man kommt dann halt nicht. Ist ja egal, kostet ja nichts, hat mich ja nichts gekostet. Es ist immer so aus der egoistischen Perspektive. Ich habe nichts bezahlt, also ist mir ja egal. Hat mich ja nichts, ich melde mich mal an und wenn ich dann trotzdem nicht kann, ist ja egal, ich habe dann nichts bezahlt. Und das beobachte ich sehr, sehr oft. Es wird einfach nicht wertgeschätzt, dass eine Person etwas kreiert und das eben vielleicht verschenkt, weil sie ein Geschenk machen möchte. Oder dann ist vielleicht der Preis günstig für dich und dann kommst du nicht, weil hat ja nicht viel gekostet. Aber die Person macht das ja primär sehr oft nicht nur wegen Geld, klar, jeder muss überleben, aber sie macht das nicht primär wegen Geld, sondern weil sie etwas teilen möchte, weil sie hier ist, um zu dienen. Mit einem Angebot, mit einer Zeremonie, mit einem was auch immer. Und dann fehlt da für mich einfach die Wertschätzung, wenn man dann halt nicht auftaucht. Nur weil es ja nicht so günstig ist. Weil wenn du nämlich, sagen wir jetzt mal, du meldest dich für eine Kakaozeremonie an, die 1000 Franken kostet, dann überlegst du dir das zweimal, fühlst zweimal in dich hinein, ob es dir das wert ist. Ob du denkst, dass du für den Wert des Geldes einen Wertausgleich bekommst. Und dann bist du committed und dann kommst du. Warum wird das häufig bei einem Betrag von 20, 30, 40, 50, 60 Franken nicht gleich gehandhabt? Oder bei einer Einladung. Jemand lädt ein. Dann sagen die Menschen, ja, ich schau mal spontan. Entweder schätzt du die Einladung, das Angebot und du sagst zu, oder du schätzt es eben nicht, aber dann sei doch so ehrlich mit dir und mit der Person und mit allen anderen, dass du halt sagst, nein, ich komme nicht, ich habe kein Interesse an diesem Angebot. Weil sehr oft denkt man, man muss wegen, weil ist eine Freundin, weil ist irgendwie verwandt, weil man will ja die nicht verärgern, man will ja nicht im schlechten Licht stehen oder man will nichts verpassen. Und das ist einfach sowas von am Ziel vorbeigeschossen, weil und so respektlos aus meiner Sicht gegenüber der Person, die etwas anbietet. Und egal, ob das jetzt im privaten oder im Businessumfeld ist. Und ich lade dich herzlich ein, bei den nächsten Einladungen, bei den nächsten Angeboten, wirklich deine Reaktion, dein Verhalten zu reflektieren und da immer wieder abzuwägen, ist das jetzt wertschätzend mir gegenüber, aber auch der anderen Person gegenüber. Und ja, es kann immer mal was dazwischen kommen. Aber wenn man regelmäßig Dinge sausen lässt, weil man es gerade nicht fühlt oder weil man gerade keinen Bock hat oder ein bisschen müde ist, dann lohnt es sich da wirklich reinzufühlen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich die andere Person wäre? Und warum genau sage ich jetzt kurzfristig ab und erscheine dann trotzdem nicht? Warum habe ich es nicht möglich gemacht, dass beides funktioniert? Weil ich finde, solange jeder
in seinem Egoismus sich irgendwo rumtummelt, werden wir niemals Frieden auf dieser Welt kreieren. Und solange wir uns aufgeben für andere, genauso wenig. Aber da darf man einfach für sich, mit sich ehrlich sein und einchecken, immer wieder, das braucht Übung. Aber was ist für mich Respekt? Was ist für mich Wertschätzung? Was ist respektvoll? Und wie möchte ich behandelt werden? Wie mag sich vielleicht die andere Person fühlen? Weil wir sind empathische Wesen. Manchmal darf man das wieder lernen und wieder entdecken. Aber wir können fühlen, was das mit einem anderen Menschen macht. Und nur weil da ein bisschen Geld im Spiel ist, ein bisschen weniger Geld, ist es sehr oft, es handelt sich, eigentlich geht es immer um den Energieausgleich, dass von beiden Seiten etwas kommt. Und wenn eine Person etwas offeriert, dann setzt die den monetären Ausgleich, der für sie stimmt. Aber es geht nicht ums Geld. Es geht um die Energie. Und wenn jemand etwas offeriert, dann darf das wertgeschätzt werden. Und das beobachte ich vor allem in der westlichen Welt sehr stark. Man sagt überall zu oder man will überall ein bisschen spontan sein. Aber Spontanität und sich nicht entscheiden können, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Genau, mit diesen Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag. Reflektier gern darüber, meditier gern darüber und teile auch sehr gern mit dir deine Gedanken, deine Erfahrungen. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Samstag und bis morgen. Und ich genieße jetzt meine Frühstücksbowl.